Corona verändert vieles, auch die Arbeit unserer Vereine und des Brauchtums hier in Nordrhein-Westfalen. Doch unsere Vereine sind kreativ und können sich auch auf diese neue Situation einstellen. So senden Tanzsportvereine zum Beispiel an ihre Kinder und Jugendliche Videos, die dann zu Hause alleine Tanzschritte und ganze Choreografien lernen. Geschichtsvereine machen Online-Sitzungen und erarbeiten so geschichtliche Themen. Und Karnevalsvereine überlegen derzeit, ob sie Online-Sitzungen in der nächsten Session durchführen. So kreativ wie unsere Vereine derzeit schon sind, so haben sie aber auch Probleme finanzieller Art. Und dafür gibt es einen Antrag, den wir hier beschlossen haben. Ja, lieber Werner Feil, da wollen wir ganz schnell helfen, denn bei uns haben sich ja auch schon die Heimatvereine gemeldet, der Westfälische Heimatbund, der Rheinische Heimatbund, es haben sich gemeldet die Schützengesellschaften, die Karnevalsgesellschaften, viele Vereine, die auch vor Ort Dorfgemeinschaftshäuser unterhalten oder auch in ihrem Stadtquartier dafür sorgen, dass dort die Nachbarschaftshilfe funktioniert, auch Räume dort unterhalten. Die sind alle gerade sehr bedroht finanziell, dadurch, dass Veranstaltungen ausfallen, Mieteinnahmen wegbrechen, die sie auch für ihre Räumlichkeiten haben. Denen wollen wir jetzt wirksam helfen, um dieses Engagement über die Corona-Krise hinaus zu sichern. Und deswegen haben wir heute im Landtag auf Antrag von uns Freien Demokraten und den Christdemokraten beschlossen, dass wir hier auch eine Soforthilfe geben wollen, um dieses bürgerschaftliche Engagement dauerhaft zu sichern und zu wertschätzen.